Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4 Hardcore Run. Weiterhin tatsächlich noch mitten in der Nacht, 0.26 Uhr mit Vasili, der gerne dieses Item, was ich eben bekommen habe, haben würde, aber nicht kriegt, weil Blizzard sagt nein. Ich hätte es dir basically echt gegeben, also ist für mich ja auch gut, wenn du stärker bist, aber es geht halt einfach nicht. Blizzard möchte das nicht. Ja, nee, das weiß ich. Ne? Hast du eigentlich mittlerweile eine Tiger gefunden? Hey, war ein geiler Folge. Danke, dass du mir eingeladen hast auch. Ich weiß es einfach nicht. Also hätte ja sein können, dass du da mittlerweile... Ach, du weißt es nicht. Ich war vorhin in Tarkov online und ich hatte noch 67.000 Rubel. Oh, wirklich? Ja. Wie ist das passiert? Naja, ich bin halt pleite, wie immer. Nächstes irgendeines Mal pro Gegner von Teufel ist er verdeckt und einen Bonus von. Hä? Achso. Lol. Oh. 17 Minuten. Weltboss. Wöchentliche Bonusbeute. Oh, ich weiß nicht, ey. Ich hätte so Bock, das zu probieren, ne? Ich kann aber das machen. Hä? Warum nicht? Als ob wir jetzt Boss machen, Digga, dann ist das Let's Play vorbei. Ja, war doch eine geile Serie. Ich kann noch mal rumschreien zum Schluss der Folge. War super. Ich hab tatsächlich mega Bock, aber ich trau mich das nicht. Ein bisschen. Wirklich? Ja, ja. Ich dachte, das ist ein Witz von dir. Wie Witz von mir? Wieso? Ja, warum? Der Weltboss, der ist doch sowieso auf deinem Level. Ja, Digga, der tötet mich. Warum? Ja, frag ihn, nicht mich. Ja, aber der ist doch auf deinem Level. Der ist doch... Nicht hochskaliert, also nicht, ne? Ey, weiß ich nicht, Digga. Ich geh da hin. Wirklich? Klage ich da hin, Mann. Ey, ich geh jetzt einmal zum Schmied, mach Upgrade auf alle meine Sachen, pack mir ein paar Juwelen rein. Da kommt der erst in 16 Minuten, kannst ja vorhin nochmal im Block laufen hier. Boah, weiß ich nicht, ey. Boah, das ist schon risky. Du musst nicht. Ich kann dir auch... Naja, ich muss... Jetzt hab ich Druck. Warum ich meine, es wär ein geiler Abschluss. Wäre ein geiler von dem Let's Play, ja. Ja, und ich bin schuld dann am Ende. Wenn du mit zum Weltboss gehst, verpiss dich. Naja, es ist halt so risky. Warum sollte man das machen? Das ist dumm. Ja, geh nicht hin. Das ist dumm. Ja, aber wieso willst du hingehen? Ja, weil in meinem Namen steht Silly, Mann. Was ist das für eine Frage? Du bist dumm, okay, ja. Ich bin dumm. Boah. Boah, ich bin... Ich hab gerade ein bisschen Schweißausbruch, also ich hab halt Bock. Ich hab halt Bock, weißt du, das ist das Problem. Ich hab Bock dahin zu gehen, aber ich hab keinen Bock aufs Maul zu kriegen. Okay. Das ist so wie mit so Ackermatch auf dem Feld. Man will sehen, wie die Leute sich prügeln, aber man hat selber keinen Bock aufs Maul zu kriegen. Ja, okay, dann habe ich einen Vorschlag für dich. Wie wär's, wenn du so einen Unsterblichkeitstrank nimmst, bevor wir den fighten? Oh mein Gott! Und dir eine Rolle der Flucht bindest? Oh mein Gott! Dann verpissen wir uns einfach. Ja, true. Ja. Yeah. Ja, dann lass machen. Dann hole ich mir... Oh, jetzt bin ich aufgeregt. Dann hole ich mir eben noch das Ding. Aber ich will eben einmal... Oh, das ist jetzt echt aufregend. Es kann sein, also wenn die Folge in... Warte. Sei leise! Ja, die wissen das. Wenn das Ding keine Stunde geht, dann ist das ja over. Aber ich könnte noch eine halbe Stunde Musik einspielen. Ich könnte einfach eine halbe Stunde meine Buffalos noch einbauen. Du könntest noch hier so Ausschnitte aus dem ganzen Let's Play so eventuell. Und dann so traurige Musik, ne? Genau. Kennst du dieses more one moment in time? Und dann einfach so Highlight-Reel-mäßig. Ja, geil. Oh, yes. Ey, soll ich für... Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Clickbait-Titel brauchst, noch vielleicht ohne den Trank reingehen und es zu riskieren, dass ich sterbe. Was willst du machen? Ich hab's jetzt akustisch, ich hab's gar nicht geschnallt. Ja, genau. Sag doch mal bitte. Ich habe gefragt, ob ich die Möglichkeit, dass ich sterbe, keinen Trank einnehmen, dass du eine Möglichkeit für einen Titel hast. Nein, wieso? Willst du sterben oder was? Für die Klicks? Für die Klicks? Nein, Mann. Also, wir versuchen das jetzt zu schaffen. Ja.
Alles andere ist inakzeptabel. Vielleicht schaffen wir es ja. 13 Minuten. Komm, ich mache hier noch so eine Nebenquest so lang. Hast du alles geupgradet? Ja, ich kann nicht viel upgraden. Ich kann nur weinen, weil ich keine Items habe. Hier muss man eben zum Kultisten hier. Warte mal, wo bin ich hier gelandet? Falsche City. Ah, oh, shit. Wie oft hast du Ashawa schon gefightet? Oft. Ich weiß, was sie macht. Ja, dann. Easy. Dann brauchen wir ja gar keinen Trank. Doch. Björnik glaubt nicht an mich. Er hat gerade schon geschrieben, Throw. Wirklich? Ja, ja. Der kleine Kick. Okay. Erstmal hier extrahieren. Ah, man kriegt dadurch keine Items. Interesting. Ich mache das Gewöhnliche zu etwas Besonderem. Naja. Ja, und jetzt wird man natürlich... Ich könnte die aus dem Stash versuchen. Ob ich da aber das ja hinbekommt. Bei mir hat es gerade links oben angezeigt, Verbindung zu Diablo 4 wird hergestellt. Oh oh. Das war jetzt nicht sehr beruhigend für mich. Rip in Pepperonis. Weil vor allem mit dem Trank bist du ja nur ganz kurz immun nochmal, ne? Also du musst dann trotzdem... Ja, zwei Sekunden irgendwie so, ne? Ja, ja. Danach ist es heilen und direkt raus. Reisender? Lebet wohl. Jetzt bin ich hier falsch gelaufen. Ein bisschen aufgeregt gerade, man merkt's. Ich weiß nicht warum, ich war eigentlich voll entspannt, aber jetzt werden meine Hände gerade ein bisschen feucht. Ist doch ein bisschen geil. Ja, hat was. Oh Mann, wird das die letzte Folge? Weil ich vorhin beim Stream gesagt habe, ja, wir grinden morgen den ganzen Tag weiter. Ey, klasse. Und dann so, ey Leute, ich muss euch was sagen. Bin tot. Dann kannst du die Aufnahme von jetzt einfach abspielen lassen. Nice. Und dann Feierabend. Ließ sich gut sein. Ja, würde ich dann auch so machen. Also wirklich, ich würde einfach das Video zeigen. Ja, gute Idee. Merkt ja auch keiner. Also Nee. Jetzt, weil jetzt wäre die Stelle gekommen, wo ich... Ja, ist doch scheißegal. Aber merkt keiner. Ja. Außer, dass du jetzt ein paar Mal gesagt hast, dass wir mitten in der Nacht haben. Und es merkt keiner. Das habe ich jetzt okay. Auch ein paar Mal gesagt, ne? Es merkt bestimmt keiner. Es merkt, by the way, niemand. Da gibt's doch auch so ein Audio dafür, oder? They will know how they know, oder so. Wie bitte? Ist alles okay? Hast du Kopfschmerzen? Willst du ein Fenster aufmachen, oder? Junge, diese neuen TikTok-Dings-Kackbums. They will know, no, they will don't know. How will they know? Ach so. How are they gonna know? They will know. They don't know. They're not gonna know. Ja, ja. Du hast einfach irgendeinen Scheiß gelabert, das keiner versteht, Digga. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich kenne mich nicht so aus in diesem Ding. Okay. Was meinst du mit Schriftrolle binden? Wie soll ich mir die binden? Ah, das kennst du nicht? Nee. Die steht sogar verlinken. Der Profi Vasili wird dir jetzt natürlich eine Erklärung darbieten. Ich würde jetzt gerne so einen Mantel anziehen, so einen weißen. Und eine Brille. Halt dein Maul und erzähl mir, wie das geht. Lass mich ausreden. Ja. Mit einem Klemmbrett würde ich mich hinstellen und sagen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung hier in Diablo Nachhilfeunterricht. Wenn Sie den letzten Folge verpasst haben, verpiss dich und geh weiter. Ey, super. Also pass auf. Du öffnest dieses Emote-Rad. Oh, ja. Und dann okay. Anpassen. Dann anpassen. Dann ja. Packst du das Item da drauf. Ja. Und dann gehst du in die Einstellungen. Steuerung. Warte kurz. Speichern. Okay. Ah nee, warte mal, das ist das falsche Item. Wait. Ich will ja...
Taste haben. Okay, und dann? Einstellung? Dann, genau, dann gehst du Steuerung. Ja. Und dann kannst du runterscrollen, dann gibt es irgendwo dieses... Noch weiter runter. Weiter runter. Ich sehe ja deinen Bildschirm. Ja, ja. Weiter. Da, Rad. Ja. Und dann musst du Rad aber nicht links, sondern Rad Mitte nehmen. Und dann Eingabe nach links. Genau, Eingabe 7. Dann machst du den Keybind drauf. Oh lol. Ja geil. Jetzt habe ich es benutzt. Aber ich habe noch mehr. Ja, cool. Hast du es dir auf die Maustaste gelegt? Ja. Das ist richtig klug. Ich weiß, danke. Das mache ich jetzt auch. Okay. Preparation complete. 8 Minuten noch. Kann ich noch was Sinnvolles machen in 8 Minuten? Ich könnte noch versuchen, einen Sockel hier auf meine Waffe zu kriegen. Edelsteine, die das Licht einfangen. Seht sie euch an. Also gibt eine Sache, die verstehe ich nicht. Warum gibt es eine begrenzte Anzahl an Nebenquests, die man annehmen kann in Spielen? Das verstehe ich auch nicht. Also was bringt dieses Limit? Da sitzt einer. Da gibt es bestimmt einen speziellen Mitarbeiter dafür. Der heißt... Gregor. Gregor. Und Gregor... Der Pisser. Gregor der Pisser. Der wird montags morgens um 4:30 angerufen von seinem Unerwartet. Chef. Damit er so richtig pisst ist, dass er so richtig sauer ist. Und dann sagt der Chef zu ihm, erfind mal ein Limit für Nebenquest, du Pisser. Das hier. Und so entsteht die Scheiße. Wert. So läuft es. Ich hab kein Geld mehr. Shit, ich bin pleite. Soll ich dir was leihen? Bitte? Soll ich dir was leihen? Das geht ja nicht. Mach hier noch eben. Wie lange habe ich noch? 6 Minuten, das schaffe ich hier noch. Den einen Dungeon hier. In der City. Oh wow. Was machst du so mit der Tür? Ich will da rein, ich drück die ganze Zeit darauf, ich kann da nicht rein. Ich muss rein. Ich kann da wirklich nicht rein. Ja, geh mal beiseite, ja. Ich kann da nicht rein, ich schwör's dir. Step, Bro, I'm stuck. Ja, ich bin reingegangen jetzt. Ja, ich sehe das. Oh mein Gott. Man kann den Keller nochmal separat anwählen, deswegen ging das nicht. So ja, ein klasse. Scheiß. Zeigen sich bereits Dämonen? Das hat auch Gregor erfunden, aber am Dienstag. Ja. Von Patch Day. Ich sehe Patch Day. Wo bist denn du eigentlich? Ich bin da drin. Nee. Was war das? Ich bin im Keller. Nein. Doch. Nein. Willst du wissen, was ich da drin mache? Nein. Ich will es dir aber sagen. Meine Ehe. Du hast die Aufgabe entweder schon gemacht oder... Du bist ein bisschen ein Pisser. Manchmal bist du ein bisschen ein Pisser geworden, wolltest du sagen. Ne? Ich glaube, das hier dauert zu lange, weil das jetzt auf jeden Fall... Nein, nein. Ja, du glaubst nicht? Ich habe es gerade eben gemacht gehabt. Es geht ganz schnell. Sag Walla. Walla, Bela, Bruder, never. Was, wenn jetzt hier der Butcher steht? Dann kann ich live zuschauen und als erster sehen, wie du gestorben bist. Stimmt, und weil wenn du das ja Video released wird, ist, ja. Tue ich mir in die Hände reiben und sag, boah, wenn ihr wüsstet, was jetzt so passiert, weißt du? Und in den Kommentaren schreiben die Leute, ey, jetzt mal eine Frage an euch, schafft gerade die Top 1000? Könnt ihr gerade mal in die Kommentare schreiben? Aber in den Kommentaren schreiben die, boah, ob der die Top 1000 schafft. Und ich sitze dran und sag, nein. Das Problem ist halt, ich habe ja jetzt schon irgendwie heute 13 Folgen aufgenommen. Nicht nur heute, sondern mit gestern zusammen. Bitte. Und wenn das kommt, ist das schon lange durch das Thema. Ist so kalt. Also entweder weiß man dann schon, ob ich es geschafft habe oder nicht wahrscheinlich. Aber vielleicht lässt man sich auch surprisen, weißt du? Also, oder vielleicht du beeilst dich ein bisschen mit deinem Applaus ein bisschen. Naja, ich kann das halt nicht jeden Tag hochladen. Naja, 13 Folgen hast du allein heute aufgenommen. Ja, jeweils eine Stunde, ne? Ja, wenn du jetzt anfängst hochzuladen, bist du bis 13 Uhr vielleicht fertig mit allen Folgen. Nee, ich lade die... Nee, hä? Was ist dein Problem, Mann? Ich glaube gerade scheiße. Ja, okay. Dann hör auf!
Okay. Oh, der ist ganz schön stark, der Typ. Nee, nicht jetzt schon sterben, das wäre scheiße fürs Video. Diablo Verbindung wieder hergestellt. Oh mein Gott. Ja. Merkst du was? Bist du sicher, dass wir den Boss machen wollen? Ja klar, jetzt erst recht. Oh mein Gott, wir werden so sterben. Oder sollen wir es nicht machen? Ich weiß nicht, ich hab's jetzt, also jetzt haben wir schon angekündigt, weißt du, jetzt wenn wir 10 Minuten darüber reden, dass wir den machen und dann nicht machen, dann ist auch scheiße, weißt du? Das wäre halt krass, die Leute würden denken, was für Pisser. Ey komm, das wär's. Wir laufen hin und der Boss spawnt, aber das muss man jetzt rausschneiden. Der Boss spawnt, wir drehen uns um und laufen einfach weg und gehen in irgendein random Dungeon rein. Nein, wir werden euch nicht aufhören. Ja, ist eine gute Idee. Ich schneide hier gar nichts, Alter. Hier bleibt alles drin. Warte mal, die Momente, wo ich gesagt habe, ich mute mich jetzt, weil ich furzen muss und so, die bleiben auch. Ey, ist uncut. Komplett uncut. Natürlich, Digga. Das hab ich mal einfach angesagt. Ich furz auch. Du bist schon verheiratet. Ja, du musst ja niemanden mehr beeindrucken. Du tust immer furzen. Du tust immer rülpsen. Ja, und? Na, jetzt ich weißt du es. Vielleicht hast du ja nicht gefurzt. Ich hab das ja nicht mehr ernst genommen. Vielleicht war das nur so ein. Doch, ich hab so einen. Guck mal, jetzt sagst du das auch noch. Und du bist so dumm, ey. Vater Inarius. Ja, ich mach das gerne. Nicht mein böses Blut in eurem Lichte, während ich es. Furzen oder was? Ja, furzen tue ich ja auch gerne. Ich hab hier noch ein paar Nudeln, die könnte ich mir dann holen, wenn wir durch sind mit der Folge hier. Möge das Licht, die ja, wir sind gleich bald durch, wenn der Boss spawnt. Ich wollte gerade sagen, in 2 Minuten spawnt er, dann sterben etwas wir kurz und dann. Nicht. Junge, das dauert einfach viel zu lange. Nein, ich reite jetzt schon mal hin und dann kannst du dich einfach zu mir hinziehen und dann. Ich mach mich jetzt auch der Demo-Tough hier tot. Aber der ist schon fast tot. Wieso lebt der noch? Ich hab ihn verdeben gegen den gefightet. Ja, das ist eine gute Frage. Gang aktivieren. Sieg, solange ihr noch so. Ja, was mit dir jetzt los? Boah, das nervt. Ich hab keine Zeit. Alles gut, du hast alle Zeit der Welt. Ich habe euch im Stich gelassen. Tut mir so leid. Muss noch über eine Minute, ich bin erst am Hinreiten. Wir müssen hier raus. Gut. Ab nach Hause. Okay, okay, okay. Du reitest gerade hin, oder was? Ja, ja. Du kannst hier einfach tippen dann, sobald ich da bin. Ich sag dir, wie es ist. Es ist schon ein bisschen traurig, dass wir nicht einfach gleich damit angefangen haben. Wir hätten es ganz entspannt machen können, glaube ich. Was meinst du? Ja, so, weißt du, gemütlich auf Level 100 grinden. Junge, du kommst doch niemals rechtzeitig da an. Warum gehst du doch da rum? Klar. Ich bin vor dir da. Ich habe Navigation, neues System. TomTom oder was? Mit TomTom. 2001 Update. Warum eigentlich TomTom? Kennst du das nicht? Ich glaube, da bist du wirklich noch nicht geboren damals. Das heißt TomJom. Was laberst du? Dieses Navi. Mit der Hand? Ja. Das heißt doch nicht TomJom. Na klar ist es TomJom. Sicher? Natürlich. Ich glaube, du lügst. Junge, ich hab das Original auf Wish bestellt, Mann. Ja. Original auf Wish bestellt, Digga. Weißt du, ich bin 10 Kilometer vor dir da. Kannst dich zu mir porten, Digga. Bin schon da. Ja. Ich wollte halt ein bisschen Kulisse noch. Echt Schiss. Okay, Leute, es tut mir leid, wenn das jetzt vorbei ist, aber geht zu Vasili auf Twitch und flamed ihn. Die ist schon da. Die ist schon da. Natürlich stirbst du, wenn du da gleich reingehst. Die ist schon da. Oh Mann, das ist ja ganz anderer, den kenne ich noch nicht, den Knorzer. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich habe so Angst. Den kenne ich nicht, was ist das für ein Dino? Also wenn ich jetzt sterbe, dann kriege ich so 2 Sekunden Cooldown, ne? Und dann gehe ich direkt Base. Vasili, du bist gemutet. Nein, bin ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Egal, ich geh dran. Ich hab ein bisschen Schaden gemacht. Ihr habt's gesehen. Okay, dann geh wieder raus. Wart, bis der tot ist einfach. Nein, das ist lame. Jetzt, warte mal Junge, kurz. Das ist jetzt YouTube. Jetzt wird hier ehrenlos reingekämpft. Oh mein Gott!
Ich will einfach sehen, dass hier jemand tot ist. Aber den werden wir nie schaffen. Noch. Also. Wie viel Schaden macht? Hast du den Trank genommen? Ja, ja. Okay. Guck mal. Guck mal, wer da ist. Lieber Cadalis. Und geh. Bravo Boris. Oh. Aber den schaffen wir nicht. Wir schaffen den nicht. Niemals. 13,37. Ich trau mich halt gar nicht an den Rand, ne? Na, ich geb dem Bugfeil. Oh, okay, pass auf, der macht irgendwas Komisches. Ich geb den Bugfeil. Guck mal, bam. Ich treff den halt sogar von hier, wenn ich meinen Schaden mache. Aber wir machen zu wenig Damage. Ich glaube, es sind noch zu wenig Leute hier. Die kacken sich alle. Ja, die kacken sich. Weg. Guck mal, die chillen hier am Rand. Wir sind nur zu siebt oder so. Also, ich würde das nicht fighten. Der Einzige, der da fightet, Mann. Guck mal hier. Nein, Backpfeifen gibt's. Guck mal, wie viel Schaden der kriegt jetzt. Oh mein Gott! Ich hab richtig aufs Maul bekommen gerade. Ich war fast tot. Ich weiß nicht, ob das. Sehe ich das irgendwie? Nee. Okay, das ist noch nicht getriggert. Ja, wir werden das einfach zeitlich nicht schaffen. Geh einfach rein und hau den weg, Mann. Ich glaub, der haut dich weg. Gar nichts macht er. Ich bin die ganze Zeit am draufkloppen. Ich bin hier alleine die ganze Zeit am Stehen. Ich kenne halt seinen Pattern nicht. Ich verstehe warum. Ich hab verstanden, warum ich da alleine stehe. Ja, die sind alle vorsichtig. Jetzt kommen so ein paar Leute dazu. Ja, mal gucken. Ich will einfach sehen, wie irgendjemand hier stirbt. Ich will das einfach sehen, ja, wie hier irgendwo ein Geist rumsteht. Ich bin so schadenfroh, was das angeht, ne? Aber es soll nicht mein Geist sein, Diggi. Ich kümmere mich drum, keine Sorge. Oh, jetzt hat er seine Kiste weggeschmissen. Da ist jemand gestorben! Da ist jemand wirklich gestorben. Oh, scheiße! Geh weiter. Lass raus! Wie, lass raus? Ich bin tot. Okay, ich bin der Base. Ich bin der Base, mein Ding ist gepoppt. Ich bin in der Base, bin geportet. Wirklich? Ja, ich war One-Shot. Also ohne den Trank bin ich jetzt tot. Ich hab's gesehen. Holy shit. Mit was hat er dich gekillt? Er hat so eine Welle gemacht. Ich bin direkt geportet. Holy shit. Ja, gar keine Chance. Also. I don't know. Jetzt würde ich gerne nicht deine POV sehen. Meine POV? Hier steht jetzt auch, ihr könnt nicht von einem weiteren Elixier der Todesflucht profitieren. Die Frage ist halt, wie lange ist dieser Debuff da, ne? Guck auf den Trank, das steht da. Hey, bin ich jetzt alleine gegen den oder was los hier? Hier steht da nicht. Du meinst auf den Todestrank? Ich hätte mal von anderen. Das schon. Ja, das war wild. Also da kann man jetzt wirklich schreiben, ich bin am Boss gestorben, aber ich habe mich gesaved. Ja. Mhm, ne? Ihr da, ich muss euch sprechen. Okay, ich muss weg. Ich bin legit alleine. Die sind alle weggerannt. Ja, es ist ja jemand gestorben. Ich bin fast gestorben. Vasili ist gestorben. Also oh mein Gott. Kurz. Ja, ich wollte gerade weglaufen vor dem und dann tippen. Dann habe ich festgestellt, ich bin ja der Einzige, der da angreift. Junge, Junge, ey. Also ich glaube, mit einer vollen Gruppe, die alle geared sind, geht das. Aber ja, das war mir jetzt auch selber einfach viel zu risky. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch leicht reden mit... Ich bin halt schon 47, so. Das ist, glaube ich, langsam ein Level, wo man das wirklich machen kann, so. Genau. Es eskaliert ja eh mit dem Level. Ist ja ihr verhindert 30 Minuten lang euren nächsten Tod und macht euch 2 Sekunden lang immun. Danach könnt ihr 5 Minuten lang nicht erneut davon profitieren. 5 Minuten, okay. Ja, ich hatte den Trank nur einmal, deswegen. Okay. Konnte ich jetzt nicht nachlesen. Oh, ein bisschen unter Strom gewesen gerade mal kurz, ha? Ja, ja. Ja, vor allem, also schön. Er hat einmal so eine Druckwelle gemacht. So eine gelbe, keine Ahnung. Und dann bin ich instant. Ja. Ist instant mein Trank gepoppt. Also ich wäre tot gewesen, hätte ich den Trank nicht gehabt. Krass. Ich habe nur gehört, wie du sagst, ich bin tot. Und ich denke mir, nein, nein, wie? Nein, das. Keine Ahnung, wir wollten nur Spannung aufbauen. Jetzt machen nicht so ein ernstes Ding draus. Ja, ich wusste schon, warum ich da nicht so nah reingegangen bin. Weil A, ich habe kaum Schaden gemacht. Und B, ja, ich bin halt. Ich habe auch noch nicht so das gute Gear, ne? Ich muss sagen. Es lief gar nicht so schlecht. Also der erste Balken von dem war schon weg. Aber ja, aber zeitlich war das, glaube ich, auch.
Ja, man hat halt gesehen, es waren zu wenig Leute. Und alle, ja, die da waren, so, die waren halt auch super, super zurückhaltend. Das ist halt hardcore. Der eine, ne? Also, der da verreckt ist. Es sind sogar zwei gestorben, sehe ich gerade. Istert und Dabinka. Wenn ihr das seht, es tut mir leid. Istert und Dabinka. Junge, Junge. RIP. Beim Licht. Das muss, jetzt muss ich mal nachgucken. Du wissen, was für ein Level die waren. Irgendwelche Hinweise? Ich glaube auch irgendwas um die 40 rum, 40 bis 50, irgendwie sowas. Ich habe einen gesehen, 49, habe sogar einen 50er gesehen, glaube ich, wenn ich richtig geguckt habe. Ja, neben mir waren 52er auch. Ich wollte es nicht glauben. Doch ich habe solche Narben bereits gesehen. Ich mache hier noch ein paar Nebenquests. Bei widerwärtigen Kerlen, die sich diesmal ist er zu weit gegangen. Ja, war auf jeden Fall der spannendste Moment bisher in dem Let's Play. Ich würde mal in den Dungeon, den ich markiert habe. Hast du den schon abgeschlossen? Ja, warte kurz, ich bin hier gerade im Fight. Ah ne, da muss ich auch noch rein. Bin ich auch direkt mitkommen. Ich hätte uns gerade gesagt, mach mal du Nebenquest weiter kurz. Und ich versuche den mal kurz durchzulaufen, um zu gucken, ob wir beide sozusagen die Belohnung kriegen, weißt du? Ja, aber ich habe da auch eine Nebenquest, deswegen. Ach so, okay, ja. Ist das vielleicht jetzt ein guter Dungeon, um das zu probieren? Können wir aber sonst gleich mal machen. Ich fange bloß schon mal an zu clearen, ne? Ja, ich komme über die Stadt dazu. Ich kann dann nämlich irgendwas abgeben. Und dann gehe ich in ein Portal. Ja, ganz entspannt. Puh, ja, RIP an die Leute, ey. Scheiße. Warte mal, hier steht kein Portal von dir. Warum nicht? Na gut, ist eh hier mal Ecke. Nehmt jetzt einen brennenden Holzscheit aus dem Heiligen. Ja, belast uns, ne? Es war gut, dass die keinen blauen Trank hatten. Ja, das ist aber auch dumm. Aber vielleicht hatten die den und haben das nicht geschnallt, dass er schon getriggert war, ja, weißt stimmt, du? Stimmt. Es geht ja auch 2 Sekunden, hast du nur. Und ich hättest du das nicht gesagt, ich wäre ohne diesen Trank hingegangen, wäre jetzt tot, ne? Also hättest du mich nicht daran erinnert, ich hätte das vergessen. Ich muss sagen, ich hab's dir gesagt gehabt mit dem Trank. Ja. Aber ich wurde per Private Message hier benachrichtigt. Ey, da ist gleich ein Red Boss. Habe ich gesagt, danke, ey. Dann hat er gesagt, kann ich einen blauen Trank nehmen? Ich sag, ah. Achso, in deiner Freundesliste hatte ich jemand angequatscht. Oder genau, okay. Ah, also war es doch nicht deine Idee. Dann, nee. Doch, nee, der hat es mir gesagt, nachdem ich schon gesagt habe. Mit dem blauen Trank. Na gut. Jetzt gönn mir doch mal einmal. Ja, ich gönn dir das. Ja, klar. Ja, danke, Mann. Ich geh hoch, ne? Ja, geh mal hoch. Ich geh sterben. Okay, ciao. Aber ich muss sagen, bisher, also ich finde zwar Rogue extrem geil, aber ich glaube, Mage macht mir als Klasse am meisten Spaß. Krass. Also ich habe jetzt so die ersten 20, 25 Level da Mage gespielt. Und gerade mit diesen Elektro-Peitschen-Dingen und ein bisschen Lightning Chain. Das fand ich sehr cool. Aber auch irgendwie, weil du da schnell belohnt bist. So als Rogue bist du, glaube ich, Late Game richtig der geile Ficker. Aber es dauert halt irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich habe. Wir haben den Befehl erhalten. Ja, Zauberer habe ich gespielt gehabt in Softball, die Story. Für das Licht geschickt. Und ich habe dann Rogue mehrfach angefangen in Hardcore hier und ich habe die ganze Zeit auf die Fresse bekommen. Ich bin richtig traurig, weil mir hat Rogue bis jetzt am meisten Spaß gemacht. So. Das macht mir auch Spaß, aber ich bin ja gerade so ein bisschen übersättigt, weißt du? Es ist so, ich habe sehr viel Rogue jetzt gespielt die letzten Tage und war ein bisschen frustriert, weil ich irgendwie an dem Punkt nicht weiterkam, so, weil mein Gear nicht so gut genug war für die besseren Dungeons und bin oft gestorben so in Softcore und dann war so, macht zwar Bock, sieht cool aus, aber ich sterbe halt oft. Und dann ist bei mir schnell die Luft raus, so weißt du, weil ich will halt nicht aufs Maul kriegen. Ja. Das ist halt bei solchen Games so ein bisschen schwierig, weil ich finde, wenn du bei sowas dann nur am Verrecken bist und dich nur so durchstirbst, dann verliert man auch schneller den Fun dran irgendwie. Also Diablo ist so ein Spiel oder generell solche Games sind Spiele, du musst halt ein krasser Ficker sein, damit es immer viel Spaß macht irgendwie.
Das ist ja der Sinn von dem Spiel, finde ich jetzt. Dass die ganze Zeit auf die Schnauze heulen. Ja, also. Auf jeden Fall. Und der Rat, wo wir drüber sprechen. Veteran, schließt den Final Dungeon Kathedrale des Lichts ab. Ja. Du könntest sie, glaube ich, sogar schon machen mit 48, ne? Ja, ja, jetzt hat sie, also mit 48 schaltest du die, glaube ich, frei erst. Ah, okay. Ah, GZ, Digga. Ja, Mann. Weiß aber nicht, ob ich da rein will schon. Also ich werde es wahrscheinlich erst mit 50 machen, tatsächlich. Also, keine Ahnung. Meine Hardcore-Erfahrung sagt mir, better safe than sorry, weißt du, weil du hast halt nur einen Versuch. So, ich meine, klar, da könnte man jetzt auch nochmal sagen, man geht mit dem Trank da rein, so, aber... Why? Es sei denn, man klatscht halt eh alles um. Das ist halt so die Frage. Ich hab schon Bock, da jetzt reinzugehen, so. Ja, dann mach. Aber dann einfach nur, um die Chance zu haben, zu sterben, weißt du? Naja. Das ist gerade so dein Ding, ne? Du willst unbedingt verrecken. Ich merk das schon. Ich brauch den Kick. Also das Ding, gerade eben mit dem zu fighten, war halt so... Ich hab voll Bock gehabt, auch wenn es... Es sind zwei gestorben und ich dachte mir so, ach du Kacke. Muss noch abbiegen hier, ne? Ich muss schon was holen, hier ist so ein... Best Item noch. Unsere neuen Rekruten erweisen sich als stark. Eine ist... Und ich hatte gerade richtig Bock, das hat... Gerade so ein bisschen gekitzelt, muss auch zugeben, das war schon krass, als wir über den Boss waren. Ja, ja, voll, voll. Und genau das ist halt das, was... Deswegen ich es überhaupt mache. Ja, wobei ich mir dann denke, so, also in so einer aussichtslosen Situation da einfach reinfieden, so, das bringt mir auch nichts, so. Ja, ja, klar, klar, klar. Nee, das auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch dann gegangen, als ich gemerkt habe, okay, es bringt einfach nichts mehr. Für mich war dann obvious klar, okay, jetzt sind alle weg, ich brauche nicht mehr fighten. Ja. Aber ich war auch traurig ein bisschen. Ja, ich hätte es auch gern durchgezogen, aber nicht um jeden Preis, so weißt du, weil... Ja, also so schnell wie er dich da weggehauen hat vom Damage, das ist klar, das ist die beste Entscheidung. Du hast jetzt sogar einen richtig krassen Adrenalinkick gehabt, aber geht gar nicht. Und jetzt ist gut wieder. Jetzt kann man ein bisschen chillen auch. Auf jeden Fall. Bärenfalle. Ja, stimmt, ja. Könnt ihr jetzt einfach mit Absicht die Folge früher beenden? Oh. Damit die Leute so denken. Yeah. Oh mein Gott, er ist tot. Das wäre eigentlich richtig gut, Mann. Und dann lässt du, wenn du wirklich stirbst, einfach tatsächlich noch so einen Zusammenschnitt laufen und die denken alle, ja, ja, der hat wieder einen Tag überlebt. Einfach Psychologie, Digga. Durchgespielt. Ja. Ach, lauf mir einfach durch, oder? Ja, ich mach das sowieso. Immer feste drauf. Das sagt Reinhard. Hast du gerade das von Reinhard zitiert oder war das einfach nur gesagt so? Ich kenne das basically von Max. Also das hat er immer gesagt. Aber vielleicht hat er das von Reinhard, I don't know. Spielt er Overwatch? Nee. Also er hat früher natürlich, als es rauskam, also Overwatch 1 hat er safe gespielt. Aber ich weiß nicht, ob er da den Spruch her hat. Der Reinhard, immer wenn der seine Ultimate einsetzt, dann haut er seinen Hammer auf den Boden und schreit immer feste Drohung. Echt? Cringe, Digga. Weit weg von ja, ist so. Wer sagt schon immer feste Druck? Sie weigerte sich. Soliana sagte, wegzulaufen würde bedeuten, das Licht aufzugeben und somit eine bessere Welt für ihren Sohn. Auf die Fresse. Oh, dieses Tagebuch. Ah, hier gibt's das aufs Maul. Oh nein, die mag ich nicht. Ja, die ist aber easy. Guck dir das an, die ist schon fast tot. Ich mag die Wölfe nicht, die sie gleich losschickt, weißt du? Ja, ja. Ja, ich hab selber Wölfe dabei, Digga. Ja, spielst du auch mit Wölfen? Ja. Ich krieg Damage-Bonus für jeden Wolf, den ich hab. Ich sehe nur einen, also ich sehe nur meine Wölfe, deswegen... Weil die so von den anderen so ein bisschen unsichtbar sind, so ein bisschen transparent, damit man nicht so viel Augengeficke hat, weißt du? Das sollten sie mal mit einem
Zauberer machen mit Flammenwand. Jo, das stimmt. Ist das so anstrengend? Ey, guck mal, ich bin Zauberer, ich kann Flammenwände machen. Oh, du siehst nichts. Oh, blöd. Oh, blöd. Okay, einmal backporten. Und dann muss ich mein Handy checken hier. Ob die Frau sich mal langsam gemeldet hat. Ja. Okay. Oh geil, ich habe eine Trankkapazität bekommen. Geil. So. Alles in dem Müll. Etwas für die Kälte und Dunkelheit. Gut. Gut. Was habt ihr noch? Kann man eigentlich diesen Final-Dungeon wieder abbrechen und rausgehen? Was meinst du damit, abbrechen und rausgehen? Ja, diesen Final-Dungeon kann man aus dem einfach wie aus einem Dungeon wieder rausgehen, wenn man sagt, oh nee, möchte ich nicht machen. Ja. Okay. Ich wüsste nicht, warum nicht. Oh, hier wird mir schon gesagt, Stufe 50. Ich soll mich verpissen. Okay. Wo denn? Na, hier bei dem Dungeon. Achso. Ganze südliche Hälfte habe ich noch gar nicht angeguckt. Ja, wir könnten sonst im Süden, Südosten, könnten wir was machen. Oder hier vorne direkt. Wir sind auch noch. Oder wir machen jetzt das, ob wir zwei Dungeons gleichzeitig machen. Ja, lasst uns das mal probieren. Ja. Das wäre tatsächlich richtig gut, um unseren. Ich glaube es halt hier nicht, also, aber es wäre schon. Ist dann da unten, doch, doch. Da unten müsste noch irgendwo einer sein, ne? Dann gehe ich mal dahin. Das ist noch nicht aufgedeckt. Aber ich glaube, da ist noch einer. Ich habe das auch noch nicht aufgedeckt. Ansonsten gehe ich erstmal den hier mal. Oder hast du den schon fertig? Den habe ich schon. Den habe ich schon. Den hier über mir? Ich verstehe. Habe ich auch schon. Ich könnte den hier machen und du könntest den hier machen. Kannst du da, wo meine Nadel drauf ist, deine Nadel setzen, wenn du das noch nicht aufgedeckt hast. Wo ist denn deine Nadel? Links, ach, da. Genau, ja. Und dann gehe ich hier hin. Ja. Okay, let's go. Wieder mal. Ah, schön. Schauen wir mal. Ach ja. So. Wenn das funktioniert, wäre es am einfachsten, kurz eine Vierergruppe vollzumachen. Jeder macht einfach Dungeons, weißt du? Ja, aber du willst ja im gleichen Dungeon sein wegen der XP. Also bringt eigentlich nicht so viel. Also nur die Aspekte-Farm ist ja ein bisschen lame, so, weil die bringt ja eh nichts. Du kriegst ja eh immer nur die Billow-Version von dem Ding. Du kriegst immer den lowesten Roll. Das ein bisschen wack ist. Also es bringt eigentlich nicht so viel, aber ich würde... Ich hab das nur wegen Map-Freischaltung gemacht, weißt du? Dass du deine Tränke hast und deine Fähigkeitspunkte, damit du schnell in die nächsten Weltstufe kannst. Du kannst ja auch so. Also Stufe 3 ist irgendwann ja auch nicht mehr schwer. Dann brauchst du ein paar Items. Achso, ich muss ja erst das Ding einnehmen. Ja, dann muss ich das hier erst einnehmen. Aber das wird zum Beispiel für dich, glaube ich, auch nicht gehen. Ich das jetzt hier ohne dich einnehmen, oder? Und jetzt komme ich hier nicht rein. Die Holz hier existiert gar nicht. Ist das schlecht? Ja, er ruft mich. Ja, ich komme zu dir. Achso, weil ich das jetzt hier einnehme, oder was? Ja. Na gut. Ah, okay, ich weiß, was hier ist.
Das habe ich in Software schon durch. Hm. Die Seite habe ich noch nicht gemacht. Stufe 50. Seid gesegnet, die ihr im Namen der Mutter sterben werdet. Stufe 50? Ja. Bei mir steht 42. Ach so, weil du 48 bist, Junge. Habe ich mich gerade erschrocken. Ja, ist schon 1.06 Uhr, ne? Ist ein bisschen spät. Ja, das darf man ja mal. Oh. Ja, tut weh. Jetzt sollen wir durch das Haus, durch das Dorf rennen und müssen in die Häuser rein. Und dann sind da so Gegner und die müssen wir boxen. Hey, klasse. Und rinn. Ich bitte euch. Ich bitte euch. Geh weiter. Ich muss sie zerstören. Dämonentotem. Alter, hier ist richtig Full House Party gerade. Kommst du klar? Ja, ja, alles gut. Oh. Glaube ich. Hilfe! Ich hoffe es. Es wäre jetzt ein bisschen lame. Ne? Weltboss nicht sterben und dann im Dorf sterben. Nein. Geh weiter. Was habt ihr getan? Alter. Hilfe! Ich Eieieiei. Spezi knallt. Spezi um die Uhrzeit. Klar. Was hast du noch vor heute? Top 1000 Grand. Let's go. Aber dann nicht im World Boss hier stemmen. Wir müssen auf jeden Fall Ausschau nach Legion halten. Legion immer mega gut. Macht immer. Was ist das? Diese komischen World Events. Das ist Legion. Ah, ja, okay. Und da können wir dann richtig XP bekommen. Okay. Das ist mega worth. Ich habe da beim ersten Mal zwei Level gemacht, beim zweiten Mal habe ich ein Level gemacht. Das ist schon stark. Ach du Kacke, der hält ganz schön was aus hier bei mir. Oh. Ich habe so einen ganz großen Boy. Ja, also brauchst du Hilfe? Oh, ich weiß es nicht. Ich habe einen von den... Jetzt komme ich klar. Da waren einfach so... War so ein Haufen von denen auf einmal, okay. Deswegen. Hier sind noch welche gespawnt. Ja, genau, das meine ich. Oh, ich hab grad ein Level up gehabt. Hey, geht's halt, Mann. Nice! Gleich Trader auf Max. Level 42. Na, ja, noch nicht. Genau. Noch nicht ganz. Hilfe, bitte. Ach, bei dir sind noch. Wieso heulen die im Raum? Hilfe, Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Los, lauft! So. Nimm das. Mir fällt gerade auf. Wieder die Glocken. Ja, wenn wir einen Dungeon oder so splitten, wo die auf unserem Level sind, ja, macht Sinn. Aber hier ist es, glaube ich, echt keine gute Entscheidung zu splitten. Echt? Also ich komme sehr gut klar, tatsächlich. Bei mir ist alles easy. Also der erste große Boss hier nach dem Toten immer, der macht ganz schön Damage bei mir. Alter, bleib hier, du... Alles gut? Ehrlich. Ehrlich. Ich hab das verzaubert und zurückgeschickt ins Feuer. Wir sind wieder hoch zur Kapelle, Digga. Zum Kapelle. Oh, jetzt bleib ich hier hängen wie so ein Otto. Ach, halt Hilfe! 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 Geh weiter, sag hier ich. Hier geht's weiter. So, aufs Mauli. Guck, guck. Ja, zweite. Oh, hier. Jetzt hat ihn noch ein paar Freunde gekauft. Ja, gerufen. Gekauft. Oh, shit. Hab ich gesehen, wie die aussieht. Die hat bestimmt gekauft. Ne? Oh, wow, okay. Die ist richtig. Ich mach erstmal den Gala hier weg. Bam. One by one, weißt du? So, jetzt Godzilla. Godzilla. Godzilla ist die Schwester von Shakira. Whenever. Hipstown lie, weißt du? Was hast du gesagt? Ja. Torvala. Waka, waka, Chamina, mina. Wodka, Wodka,
Samina Changariva. Because this is Africa. Hey, die soll aus dem Haus kommen, das tut weh. Haus tut weh. Lass die mal rauskommen. Ah, hier ist schon draußen. Perfekt. Oh, die geht mir auf die Nerven, Mann. Auf den Zuckerli. Ja, Zuckerli. Super. Oh, jetzt liegt sie. Eure Untaten haben ein Ende. Oh, Brustschutz. Fest. Oh. Wenn die zentrale passive Fertigkeit Zorn der Natur eine kostenlose Fertigkeit auslöst, werden eure ultimativen Ablenkzeiten im Grunde gegensätzlichen Typs um 6 Sekunden verringert. Ja gut, aber ich benutze weder noch Digger. Okay. Oh, aktiviert. Ach, den Schrei müssen wir noch aktivieren hier. Maximal aktiviert Abwehrkräfte. Hilfe! Gott, geht die mir auf die Nerven. Muss ich mich da hinporten oder was? Ein Quatsch. So. Hast du dich gerade hier hinten? Ja, es. Ich musste es halt annehmen, so heißt. Weil du mich so angerufen hast. Hey, willst du mitmachen? Ring, ring, komm, geh mal ran an den Telefon. So, ich guck nochmal ins Leaderboard. Nach Quaddix sind noch 1, 2, 3, 4, 5. Alter, Mafuyu? Den kenn ich doch. Mafuyu ist auch noch Level 100. Ja, und der Typ, mit dem Quaddix gespielt hat, war ja auch 99 schon. Na, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, leider. Und die Top 1000 ist Level 80. Also das Doppelte von mir. Da muss man sich schon ranhalten. Vorhin war 79 das Höchste. Naja, ich weiß. Also eigentlich will ich nur in diesen Dungeon hier die ganze Zeit rein. Ja, dann let's go. Ich hab da auch eine Nebenquest drin. Ja, dann komm her, Digga. Ja, geh rein. Bin doch schon drin. Ich gehe auch rein. Bin doch schon drin. So. Hast du Energies da? Energies? Ja. Die Energies. Kaffee, Energy, irgendwas. Natürlich. Ja. Aber was willst du mir jetzt sagen damit? Soll ich jetzt mir den Algorithmus hier versauen? Biorhythmus. Den Algorithmus, genau. Ja, ich guck mal, wie lange wir so machen, ne? Aber ich. Ja, wenn ich müde bin, habe ich auch Bock zu pennen, glaube ich. Ja, verstehe ich schon. Na, man muss ja nicht overtriben. Willst du hier unten lang gehen? Oder wollen wir uns einfach trennen? Dann geh du da lang und ich gehe unten lang. Ach, da ging's unten noch lang. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Weil so in den Dungeons aufteilen macht natürlich mega Sinn. Ja, ja. Vor allem, wenn die Items nachgeliefert werden. Ja, aber glaube ich nur Legendaries. Reicht auch. Ja. Ich brauche halt Materials. Aber ja, ist jetzt nicht so tragisch. Die kann man sonst zur Not noch sammeln, schnell. So, eine 13 über 11, 10, 9, 8. 10, 9, 8? Ach, Gegners. Ja, ja. Gegners. Wo sind die Gegners? Ja. Guck mal, wir treffen uns ja sogar. Ja, ich hab den hier. Oh, hier spawnt ein Boss. Ach, bei dir gleich? Mhm. Klasse. Hey, super. Was hat sie für ein Problem, Mann? Rakshasi, ich verstehe es auch nicht. Ciao. Gute Reise. Gute Besserung. Ich hab den Schlüssel. Wo müssen wir da lang? Achso, da rechts. Fuck, scheiße. Na 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 na. Ehre in den Arsch, in den Arsch. Ehre in den Arsch.
Okay. Hier muss ich hier unten lang. Ach komm. Hat doch gesagt, man muss da unten lang. Hör doch zu. Ich finde den Dungeon nicht schön. Ich mag solche verwinkelten Sachen auch nicht. Das ist immer ein bisschen nervig. Magst du Open Space? Mag ich am liebsten, weißt du? Ja. Das Lass mich reingehen, alle auseinandernehmen. Und ciao. Und weitergehen. Genau so wie hier. Ja, ja, ja. So. Ja, ja, ja. Tür 2 holen. Alter, der heißt Wodka. Volkotlak. So schreibe ich Wodka, wenn ich zu viel Wodka hatte. Oh, kannst du mir bringen einen Flaschen Volkotlak? Einfach schön. Ja, ich glaube, wir können hier wieder durchrennen, ne? Ja, ja. Die hohe Priester suchen. Den Schattenpriester hier, die Schweinepriester. Ich geh geradeaus durch. Ja, ich mach etwas. Mach die hier noch eben platt hier, die Leute. Ich glaube, die beschützen die Truhe. Ah, noch ein Vollkotlack. Trank einsetzen noch? Ah, ich hab noch ein bisschen. Vollkotlack! Vollkotlack! Oh mein Gott, ich hatte ganz schön wenig Leben gerade. Da bin ich in irgendeiner falschen Pfütze stehen geblieben. Shit happens manchmal, ne? Ja, aber auch nur einmal hier, ne? Ja, das stimmt. Ist hier oben noch was? Ich guck nochmal lieber, dass hier nicht einer steht. Ah, hier ist ein ganzer Gang. Sick, Dylan. Ja, hier ist auch noch ein Boss. Den knöpfen wir uns jetzt vor. Da brauche ich wirklich nicht suchen. Ich habe einen Priester gefunden. Ein Priester denn? Oh, wir haben schon wieder durch. Das war's. Ich habe gedacht, jetzt geht's dann, ne, zum Boss. Ja, irgendwie nicht. Hier ist noch eine Kiste. Eine verschlossene, also eine beschützte. Schubidu, ich wär so gern wie du. Du wieder mit deinen Ohrwürmern, ne? Ja, das sicher. Kannst du, das machst du gerne. Ja, sicher, ja. Na ja, klasse. Und ein Kopfschutzdinger. Bittest du das nie wieder? Was denn? Na sicher, El. Wie? Klingt ja schon fast wie der Boomer Scooby. Alter, halt's Maul, das ist ein mega nicer Spruch. Sicher, ey, wer sagt denn das? Ja, ich! Die Bestien können dem Geruch von Blut. Okay, weiter. Ich tu weiter, ey, was ist bei dir los? Verpiss dich. Hast du nicht mitbekommen, dass Scooby richtiger Boomer geworden ist? Geworden ist? Ja, okay. Ich muss nichts dazu sagen. Er hat letztes Mal einen Twitter-Post gemacht. Ich hab ihn. Also ich war so entsetzt, als wir uns unterhalten haben, habe ich ihn vorgelesen nochmal vor ihm. Dass ihm nochmal klar wird, was er da gepostet hat. Was hat er denn gepostet? Ich habe es, glaube ich, nicht mitbekommen. Ich ist schon ein bisschen was her. Ich muss gleich mal nachgucken, was er genau gesagt hat. Na gut. Ah, hier ist noch so ein Wolf, Digga. Alter, kann sich teleportieren. Ordan, der Donnertänzer. Okay, das klingt irgendwie ganz weird. Boah, dann. Kennst du Mördern? Schatz! Ich kann nicht mehr warten! Kennst du den?
Nee. Na gut. Aber Ordern, der Donnertänzer, klingt für mich eher wie nach einem Urlaub und Animateur und anstatt als einem Wolf, der mich attackiert. Naja, jeder hat so seine eigenen Sachen, ne? Ja, klar. Ist er jetzt endlich tot, oder? Er ist tot. Aber wir haben es nicht geschafft. Viel gesammelt. Das macht mich nicht reich, aber es hilft. Es hilft. Es hilft. Das ist für euch. Was oh, wird's? Eine Kiste. Mit bisschen Zeug. Super. Ja, geil. Haben wir wieder den Tag gerettet, nicht wahr? Ja. So. Ja, Leute. Ich mache an der Stelle hier vor heute erstmal Schluss. Schaut auch gerne mal bei Vasili auf Twitch vorbei. Das ist auf jeden Fall der Link in der Beschreibung verlinkt. Und ja. Mal sehen, was wir in der nächsten Folge sehen. Oder ob es jetzt noch weitergeht. LG. Tschüss.